Krachen auf, Bre! So, der Starter hat das Kommando und in diesem Moment das Startsignal gegeben für das Finale im Flexibilitätspokal. 400 Meter Strom ab und dann wissen wir, wer den Pokal gewinnt. Im Boot Nummer 1 die Wellness-Sechser, auf links in der Mitte Lobertrach, im Boot Nummer 2 und auf der rechten Seite mit der Nummer 3 der Red. Sind die in Führung? Und auch dieses Rennen darf natürlich angefeuert werden. Ja, vollste Konzentration in Richtung Elbe und wir sind gespannt, wie unser letztes Vormittagsfinale ausgehen wird. Der Flexibilitätspokal. Sind vorne, oder? Von Plastic Logic. Und jetzt wird es schon etwas deutlicher, kann man schon sagen. Ja, es sieht so aus, als ob zur halben Distanz der Wellness-Sechser einen Vorsprung herausgefahren hat. Unglaublich. Die Red Dragons versuchen dran zu bleiben, während die Lobertrachen kurz davor sind. Unglaublich. Aber jetzt ist die Frage, ob man dieses eingeschlagene Tempo auch tatsächlich bis ins Ziel bringen kann. Das ist die Frage, die es jetzt hier zu klären gilt. Hoch schäumt die Buche beim Wellness-Sechser, der hier doch mit einer Bootslänge deutlich vorn liegt. Sauber. Und dahinter kämpfen sie jetzt. Lower Dragons und der Red Dragons. Weiter! Langsam. Weiter! Aber wer wird Zweiter, wer wird Dritter? Noch ganz stark! Und Platz 3 für die Lobertrachen im Boot Nummer 2. So war es hier zu sehen und ich glaube, so wird es auch bestätigt werden. Jawohl, das warten wir natürlich noch ab, das offizielle Ergebnis und dürfen natürlich auch alle Teams jetzt hier vom Flexibilitätspokal recht herzlich einladen, dann zu uns an die Bühne zu kommen und mit uns gemeinsam hier die erste Siegerehrung des 21. Dresdner Drachenbootfestes. Vor 20 geht es los mit den Vorläufen zum Effizienzpokal. 14 Uhr beginnt das Einsteigen, unabhängig davon, ob die Siegerehrung schon beendet ist oder noch läuft. So, zunächst begrüßen wir jetzt die Teams hier zurück, die gewendet haben ihre Boote und sich jetzt auf den Rückweg machen hier zum Ausstieg an den Bootsstegen 1 bis 3. So, von vorne nach hinten, Backbeißen bitte. Die Branche Deutsch ein bisschen nach hinten raus, sind schon super mehr geworden. Deswegen habe ich mich da. Ohne Kamille.
sehen Sieger aus. Schalalalala. So sehen Sieger aus. Ja. Endlich! Geile Kiste! Jawoll! Deklassiert! Alle deklassiert! Deplatziert, genau! Nochmal ein Siegerbild hier. Hier ist leise.